Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern mit dabei, wie immer. Michaela. Und Christian. Und wir haben hier das Spiel Carnival of Monsters von Richard Garfields, erschienen bei Amigo Spiele. Und Amigo Spiele hat uns dieses Spiel netterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und wir starten wie immer mit den Rahmendaten. Carnival of Monsters ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 45 Minuten angegeben. Kostet, ich habe gerade beim Internet nachgeschaut, um die 30 Euro. Und es ist ein kartengesteuertes Spiel und zwar haben wir hier ein Drafting-Spiel. Und Christian erzählt erstmal, worum es überhaupt geht bei dem Spiel. Genau, es geht darum, dass wir versuchen, in die elitäre, königliche, monstrologische Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und das können wir natürlich nur, indem wir die begehrtesten Monster sammeln, am Schluss die meisten Siegpunkte haben und damit das Spiel gewinnen. Genau, dafür reisen wir in magische Länder und fangen exotische Monster ein. Und holen uns vielleicht noch ein bisschen Unterstützung durch Mitarbeiter oder durch gewisse Events. Genau, oder müssen vielleicht auch Kredite aufnehmen. Ja, was relativ schlecht ist. Und zwar ist es hier so, man kann Kredite aufnehmen, da bekommt man einen kleinen Kredit, bekommt man 3 Geldeinheiten, 3 Kronen, wie das hier so schön heißt. Ist aber auch so, wenn ich so einen kleinen Kredit aufgenommen habe, kriege ich bei Spielende 5 Siegpunkte abgezogen und man kann kleinen Kredit oder Kredite generell nicht zurückzahlen während des Spiels, auch nicht am Ende. Das heißt, einmal Kredit aufgenommen, wupp, 5 Siegpunkte weniger. Genau, und da wir bei diesem Spiel Siegpunkte sammeln, denn der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt dieses Spiel, ist das natürlich nicht ganz so schön, wenn man dann Minuspunkte einsammelt unterwegs. Wir haben hier erstmal einen ganz großen Stapel verschiedener Karten. Das sind die Karnevalkarten, dann haben wir hier die Münzen, das sind ist die Währung im Spiel, das sind Kronen. Wir haben hier Jägermarker, wir haben hier Würfel, denn der König schickt uns nachher, wenn wir besonders gefährliche Monster bekämpfen, das kommt so in Phase 3 der jeweiligen Runde, da müssen wir besonders gefährliche Monster nochmal bekämpfen, da schickt uns der König auch nochmal so ein paar Jäger zur Unterstützung. Dann haben wir hier noch sogenannte Saisonkarten. Dieses Spiel läuft über insgesamt 4 Runden und Rundenanzeiger sind die sogenannten Saisonkarten. Die werden hier erstmal einmal hingelegt. Es gibt insgesamt 7 Stück, die mischt man einfach und davon legt man verdeckt 4 Stück aus. Dann haben wir hier noch 10 Startländer, davon bekommt einfach jeder zu Spielbeginn 2 Stück. Die legt das schon mal offen vor sich ab, die restlichen kommen dann auch aus dem Spiel. Dann hat jeder Spieler ein eigenes Spielertableau. Wir haben schon ein ganz kleines Startkapital von 4 Kronen. Jeder Spieler bekommt, denn jede Saison beginnt damit, dass wir 8 Karnevalkarten auf die Hand bekommen, die wir dann draften. Wie wir sie draften, ist hier auf unserem Spielertableau angezeigt. Wir draften nämlich in Runde 1 und 3 jeweils im Uhrzeigersinn und in Runde 2 und 4 jeweils gegen den Uhrzeigersinn, wobei im Spiel zu zweit ist das vollkommen egal, weil der Gegner... Da draftet man hin und her, genau. Und im Spiel zu zweit gibt es dann auch eine kleine Änderung. Da bekommt man nämlich auch noch einen Stapel von 7 Nachziehkarten. Und den dürfen wir uns auch nicht anschauen, während wir uns diesen Stapel natürlich anschauen. So, am Anfang nehmen wir uns dann diese Karten auf die Hand. Und es gibt verschiedene Typen von Karten in diesem Spiel. Zum einen haben wir hier schon welche ausliegen, das sind die Länder. Wir wollen nämlich erstmal Länderpunkte sammeln, denn um überhaupt Monster einzufangen, müssen wir, es gibt pro Ländertyp auch Monster. Jedes Monster können wir auch nur für den jeweiligen Ländertyp einfangen, müssen wir erstmal die entsprechenden Länderpunkte auch haben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nichts auf der Hand, was passen würde. Höhle, nö, das passt nicht. Hier würde das fast passen, wenn ich hier nochmal so ein Wolkenland ausspielen würde. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel schon das Wolkenschloss ausspielen. Das sind auch noch so Karten im Spiel. Wenn nachher, es gibt Länderkarten mit, ich sag mal, einem 1er-Wert drauf und es gibt Länderkarten mit einem 2er- und 3er-Wert drauf. Und das sind sogenannte entfernte Länder. Und da muss man als Voraussetzung, wenn man die ausspielen möchte, schon 2 Karten beim 3er-Land, schon 2 Karten des Lands ausliegen haben. Das heißt, diese Karte dürfte ich jetzt ausspielen. Ich habe als Voraussetzung hier drauf, es ist ein entferntes Land. Ich muss schon 2 Länder der entsprechenden Farbe oder ich sag mal Landart ausliegen haben, das habe ich hier, dann dürfte ich diesen Ländertyp mit 3 Länderpunkten auch schon ausspielen. Davon gibt es auch 2er Landkarten, da müsste ich dann jeweils schon eine Karte vom Land jeweils vorher ausliegen haben. Wenn ich das jetzt schon hätte, dann könnte ich jetzt zum Beispiel diese Gipfelspinne ausspielen. Die erfordert nämlich 3 Landpunkte in diesem Landtyp, im Landtyp Wolkenlande und würde mir bei Spielende, hier unten ist immer drauf, angedruckt, was dir am Spiel eine Physikpunkte bringt, so ich denn dieses Monster einfangen kann im Spielverlauf, würde mir die 13 Siegpunkte bringen. Dann sieht man hier auch schon, was ich schon sagte, hier sind schon so Gefahrensymbole drauf, die ist besonders gefährlich, diese Gipfelspinne, die hat nämlich 2 Gefahrensymbole drauf.
Die dürfte ich jetzt hier ausspielen. Und wichtig dabei ist, jeden Landpunkt darf ich maximal einmal pro Runde nutzen. Das heißt, diese Gipfelspinne erfordert jetzt 3 Landpunkte bei den Wolkenlanden. Das heißt, diese 3 Landpunkte wären schon verbraucht. Die dürfte ich nicht nochmal in dieser Runde dann verwenden. Und so geht es im Prinzip mit jedem Landtyp. Das heißt, zu jedem Landtyp gibt es auch entsprechend passende Monster. Genau, da gibt es einen besonderen Landtyp. Das sind die sogenannten Traumlande. Ich schaue mal ganz kurz. Da ist zum Beispiel so etwas. Die sind so ein bisschen niedergehalten. Die kann man natürlich dann auch ganz normal auslegen. Aber wenn dann mal so ein Traumland-Monster kommt, das hier zum Beispiel jetzt eine Stärke von 3, könnte ich natürlich wunderbar da drauf liegen. 3:3, das würde passen. Hätte ich jetzt etwas Stärkeres, also angenommen, das wäre jetzt eine Stärke von 5, kann ich nicht benutzte Länder dazu addieren. Das heißt, ich habe hier ein Traumland 3, eine 1er Tiefsee und eine 1er Höhle, macht zusammen 5. Und wenn ich jetzt ein Traumlandmonster 5 hätte, könnte ich sagen, diese 3 Länder bekämpfen in Anführungszeichen das Monster und besiegen es. Andersrum geht das nicht. Das heißt, man kann die Traumlande nicht als Joker jetzt für andere Monster benutzen. Das funktioniert nur in die eine Richtung. Genau, denn Monster oder Träumen kann man in jedem Land. Deswegen können Traumlande Monster auch anderen Landtypen zugeordnet werden. Aber dann wären die, wenn Christian das zugeordnet hätte, auch für die laufende Runde raus. Das heißt, auch diese Landpunkte könnte Christian nicht mehr so jetzt zum Beispiel noch ein Höhlenmonster auf der Hand hätte und auch gerne noch eingefangen hätte. Das könnte er dann nicht machen, weil dieser Landpunkt ist dann für die laufende Runde auch quasi dann schon verbraucht. Genau, ansonsten gibt es halt eben bei den Karten noch, also wie gesagt, die Lande oder die Länder, es gibt die Monster, es gibt dann sogenannte Events, hier zum Beispiel, erhalte eine Krone für jeden Landpunkt der Dunkellande, die du im Spiel gerade hast. Das würde mir jetzt aktuell gar nichts bringen, weil ich habe kein Dunkellande. Michaela hat einen ausliegen mit einer Stärke, mit einem Wert von 1, das heißt, sie würde an der Stelle dann eine Krone geben. Diese Eventkarten werden dann auch auf den Ablagestapel abgelegt, so man sie denn benutzt hat oder ausgespielt hat. Genau, dann gibt es noch Mitarbeiter im Spiel und es gibt auch noch geheime Ziele. Ich habe jetzt leider keine auf der Hand. Hier ist zum Beispiel Mitarbeiter. Wenn man den ausspielt, muss man den bezahlen. Die wollen natürlich Geld haben. Das ist jetzt hier ein Jägermeister, der kostet nicht 2 Kronen. Der ist gar nicht schlecht, weil da kann ich in jeder Saison, wir spielen ja insgesamt 4 Saisonen, könnte ich ein Gefahrensymbol, was wir ja gerade auf dem einen Monster hier drauf hatten, dieses hier, dann ignorieren. Du hast dann noch ein geheimes Ziel. Geheime Ziele, die sind für die Endwertung nachher wichtig. Das heißt, die kann man im laufenden Spiel auch gar nicht ausspielen. Die muss man immer sammeln bzw. zurücklegen für Spielende. Wenn man Karten zurücklegt im Spielverlauf, muss man immer für jede zurückgelegte Karte eine Krone bezahlen. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel 6 Siegpunkte, falls ich keinen Kredit aufgenommen habe im laufenden Spiel, am Spielende dann bekommen. Wenn ich Kredite aufgenommen hätte, würde mir diese Karte einfach am Spielende keine Siegpunkte dann bringen. So, jede Runde startet damit, dass die erste oder dass die nächste Saisonkarte aufgedeckt wird. Jetzt zu Spielbeginn natürlich die erste Saisonkarte. Und auf der Saisonkarte sind immer Monster drauf, die in dieser Saison besonders gefragt sind. Hier wären es jetzt Monster der Wolkenlande und es ist jetzt so, dass jeder Spieler, der sein erstes Monster der Wolkenlande ausspielt, 2 Kronen bekommt. Nur fürs erste Monster, aber das ist auch für jeden Spieler. Das heißt, nicht nur der erste Spieler, der das schafft, sondern jeder Spieler, der sein erstes Monster der Kategorie ausspielt, bekommt 2 Kronen. Und wer am Saisonende, also am Ende der ersten Runde, die meisten Siegpunkte von diesen Monstern hat ausliegen, der bekommt dann diese Karte zusätzlich noch als Trophäe. Und jede Trophäe ist am Spielende immer 3 Siegpunkte wert. Das heißt, in dieser Runde lohnt es sich jetzt oder sind besonders die Monster der Wolkenlande gefragt. So, dann ist es jetzt so, dass wir jeder unsere 8 Karten auf die Hand nehmen. Und davon suchen wir uns jetzt eine Karte aus. Und um anzuzeigen, dass wir jetzt soweit fertig sind, würde ich jetzt die Karte einfach hier drauflegen. Und wenn wir jetzt zu dritt oder zu viert oder zu fünf spielen würden, würden jetzt diese Karten im Uhrzeigersinn weitergegeben werden. Da wir jetzt aber ein Zwei-Personen-Spiel sind, haben wir ja noch diesen Nachziehstapel mit 7 Karten. Und da zieht man sich jetzt erst, bevor man die Karten weitergibt, eine Karte nach. Dann schaut man sich seine Karten an und legt dann eine Karte von den Karten auf den Ablagestapel. Und alle anderen Karten gehen dann an den anderen Spieler weiter. So, und jetzt hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man spielt die Karte aus oder man muss sie für eine spätere Runde oder vielleicht für irgendwann, wo man sie vielleicht nochmal ausspielen kann, hier ablegen. Wenn man das macht, muss man aber jedes Mal, das macht man auch verdeckt, dann zeigt man die Karte keinem anderen, legt man sie hin. Dafür muss man dann aber jedes Mal eine Krone bezahlen. Ich habe eine Landschaft, Wolkenlande, die lege ich ganz normal
aus. Genau, das kostet auch nichts. Ich habe auch eine Landschaft Wolkenlande, die lege ich auch ganz normal aus. So, dann nimmt man sich wieder die nächsten Karten. Und so bekommt man jetzt in jeder Runde insgesamt 8 Karten und man versucht natürlich am Anfang erstmal sich auch so ein bisschen Länder zusammenzusammeln. Ich würde jetzt einfach mal das hier behalten. Zieh mal eine nach. Und ich lege mal die hier ab. Und die Karten bekommst du dann von mir. Okay. Ich möchte wieder auslegen, das heißt, ich möchte keine zurücklegen. Ich habe hier nochmal ein Land, und zwar Dunkellande. Ich muss die hinlegen. Ich zeige das mal hier in die Karte. Das wäre jetzt Wolkenlande mit einer Stärke 3. Ich habe nur ein 1er. Die würde das heißt, die kann ich nicht anfangen, weil es ein entferntes Land ist. Das fordert eben schon 2 ausliegende Wolkenlanden, hat Michaela schon erklärt. Das heißt, ich muss das erstmal in meine Rücklage legen und muss dafür dann eine Krone bezahlen. So, dann geht es wieder weiter. Sucht man sich wieder das nächste aus. Kein Monster dabei, was so richtig bei mir passt. Nimm mal das und das muss ich... die ist aber eigentlich schön. Die legen wir mal ab. Wieder abgelegt. Ich möchte meine wieder aufdecken. Ich habe nochmal ein neues Land wieder Dunkellande. Ich habe jetzt hier ein Monster. Das ist ein Kelpie. Hat eine Stärke in Anführungszeichen von 1. Ist Tiefsee, also blau. Kann ich hier besiegen, einfangen, wie auch immer. Und hier ist jetzt eine Besonderheit drauf, da ist so eine schwarze Karte mit einer 1, gibt es manchmal auch mit einer 2. Das heißt, ich darf jetzt hier von dem Nachziehstapel eine Karte ziehen, kann die entweder, wenn ich möchte, oder kann direkt ausspielen, kann sie aber auch hier in meine Rücklage packen, muss dann aber kein Geld für bezahlen. Das ist jetzt hier ein Baumwandler, der hätte eine Stärke von 3, was Wald betrifft. Wald habe ich überhaupt nichts, das heißt, ich packe den kostenfrei in meine Rücklage. Genau, und damit ist dieser Landpunkt jetzt auch bis zum Rundenende dieser Runde für Christian belegt. Das heißt, Christian kann jetzt nicht nochmal dieses, ich sag mal, Landschaftsfeld mit Wasser für ein weiteres Monster nutzen, sondern das ist jetzt hierfür schon vergeben für das Monster. Für die laufende Runde natürlich nur. Ich kriege irgendwie keine vernünftigen Monster hier. Ich nehme mir mal das hier. Oh, die ist natürlich auch schön, die Karte. Dann legen wir mal die hier ab und die bekommst du von mir. Also. Mhm. Ich habe wieder ein Land, weil was anderes kriege ich irgendwie momentan nicht. Ich kriege hier nur Monster. Ich habe einen niederen Wurm, der hat eine Stärke von 1, ansonsten keine Besonderheit drauf. Das heißt, den packe ich hier auf meine 1er Höhle und damit habe ich den auch. Ja, du kriegst die ganzen Monster da ab. Ja. Und ich... Das ist ja auch ein sehr farbenfrohes Höhlenmonster hier. Oh, ich darf auch mal. Ich nehme mal das hier. Einziehen wir nach. Robin Goodwill. Ich habe hier einen Mitarbeiter. Normalerweise sagt man, das ist nicht, natürlich nicht laut. Nein, natürlich nicht. Aber der Name würde mir eh nicht sagen. Ich habe jetzt ja auch endlich mein Monster, was ich einfangen kann. Ich habe nämlich hier ein Land mit einer, sag mal, Landesstärke von 1. Das Monster erfordert einen Landpunkt von 1, von daher kann ich das auch einfangen. Kann jetzt, habe es für Spielende immerhin schon mal 3 Siegpunkte. Nicht schlecht. Ich habe einfach eine Tiefsee, die packe ich wieder hier hin. Die kann ich jetzt allerdings wieder benutzen. Nur diese eine ist belegt in der laufenden Runde. Die könnte ich jetzt wieder benutzen, wenn ich wollte oder könnte. Wenn du wolltest oder könntest oder wie auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal den. Ich ziehe nochmal neu nach. Oh, auch nicht schlecht. Den sollst du aber nicht kriegen, von daher bekommst du das. So, ich muss wieder in meine Rücklage packen, das heißt, ich muss wieder Kronen bezahlen. Ich habe jetzt hier einen Mitarbeiter, ich habe Roald Starbuck, das heißt, der verlangt erstmal Geld, damit ich ihn anstellen kann. Bekomme ich eine Krone wieder, da kostet mich 2 Kronen. Und das ist jetzt so ein unbekanntes Land, das heißt, ich muss den jetzt irgendeinem Landtyp zuordnen und da bleibt er dann quasi liegen. Und ich mache den jetzt einfach mal hier, das heißt, der verstärkt meine Wolkenlande. Praktisch ein Jokerland. So, dann haben wir schon die letzten beiden Karten zu fassen und das sieht aber schlecht aus für mich. Ja, was soll ich sagen? Das wird teuer. Teuer. Oh, das ist jetzt aber unfair. Die Karte hätte ich ja selber. Hier, Wolkenlande von 2 habe ich jetzt nachgezogen. Muss ich mir jetzt überlegen, ob ich es an Christian weitergehe. Das meine ich natürlich nicht. Ich lege lieber auf dem Ablagestapel. Aha. So, und ich habe jetzt hier was ich nicht ausspielen kann. Dieser Moontai braucht eine Stärke von 2 an Landtypen von Wasser. Mein Landtyp Wasser ist ja hier sowieso schon belegt und 2 hätte ich auch gar nicht. Von daher muss ich ihn in meine Rücklage legen.
und eine Krone dafür bezahlen. Das geht mir ähnlich. Ich habe noch so einen niederen Wurm. Ich habe keine Höhle mehr, die ich dagegen einsetzen kann. Das heißt, auch Ablagestapel, eine Krone bezahlen. Und da sieht man schon, man wird teilweise gezwungen, Karten für später aufzubewahren. Und so kann man auch sehr schnell in die Bedrohung kommen, dass man Kredite aufnehmen muss. Das ist wohl wahr. Weil die letzte Geld ist Karte, das ist nämlich genau das Gleiche. Genau. Michael hat mir netterweise hier einen Mitarbeiter zugeschustert. Der würde jetzt 3 Geld kosten. Das heißt, ich müsste dafür Kredit aufnehmen. Und da habe ich keine Lust zu. Das heißt, ich muss ihn in die Rücklage packen für eine Krone und dementsprechend habe ich jetzt kein Geld mehr. So geht es mir auch. Ich habe hier noch den Schrat. Ich habe gar keine Länder in Waldform. Das fehlt mir nämlich noch. Es gibt insgesamt übrigens 6 verschiedene Länder. Wald habe ich noch gar nicht. Das heißt, ich könnte ihn sowieso nicht ausspielen. Bräuchte aber auch Länder oder Waldland in der Stärke von 2. Geht nicht. Also von daher muss ich es auch zurücklegen. Kostet wieder eine Krone. So, jetzt würde als nächstes die Auswürfelung der Gefahrensymbole kommt, so wir denn welche hätten. Davor dürfte man jetzt aber jederzeit, man darf auch jederzeit die Karten, die man hier hinten liegen hat, die darf man sich natürlich jederzeit anschauen. Sollte man vielleicht auch zwischendurch mal machen, um noch dran zu denken, was habe ich da eigentlich noch, was kann ich ausspielen, weil die Karten kann man natürlich im Laufe des Spiels jederzeit dann ausspielen. Aber nicht in der Phase, wo jetzt diese, ich sag mal, Gefahrensymbole ausgewürfelt werden. Von daher sollte man an dieser Stelle jetzt immer noch mal fragen, möchte vielleicht jemand eine von seinen zurückgelegten Karten noch ausspielen? Wenn das nicht so sein sollte, kommt jetzt die Gefahrenprobe. Wir tun einfach mal so, als ob ich den hier hätte. Das heißt, hier sind 2 von diesen Gefahrenmarkern drauf. Das sind so hässliche rote Monsterfratzen. Mhm. Und die muss ich jetzt in Anführungszeichen abwehren. Das geht folgendermaßen. Wir kriegen jetzt die Unterstützung von diesen königlichen Jägern. Der König. Die werden gewürfelt. Und pro Käfig, der abgebildet ist, wird eins von diesen Monstern in Anführungszeichen abgewehrt. Wir haben jetzt hier 3 Käfige, das heißt, hier würde mir nichts passieren und es wird auch für jeden Spieler einzeln geschaut. Das heißt, ich habe 2, ich verbrauche jetzt nicht 2, dass nur noch einer für Michaela übrig wäre, sondern jeder kann diese 3 bis zu 3 in diesem Wurf voll benutzen. Angenommen, das wäre jetzt so, dann würde mir nichts passieren. Angenommen, das Ergebnis wäre so gewesen, das heißt, ich habe nur, oder Michaela hat jetzt nur einen Käfig gewürfelt, dann wäre nur einer abgewehrt worden, einer greift mich in Anführungszeichen an und da muss ich dem irgendwie begegnen. Das gibt es in zweierlei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich habe von diesen Jägermarkern welche gesammelt im laufenden Spiel, dann würde ich jetzt einen davon abgeben, in den allgemeinen Vorrat zurück, dann wäre das auch abgehakt. Wenn ich den nicht habe, muss ich 3 Geld bezahlen, dann ist er auch abgewehrt, möchte ich einfach mal sagen. Genau, also für jedes Monstersymbol, was man nicht abwehren kann, entweder durch diese Jägermarker oder durch die Würfel, oder es gibt jetzt ja auch noch hier Mitarbeiter im Spiel, die sogenannten Jägermeister, die, ich sag mal, eliminieren auch immer, oder man darf ein Gefahrensymbol ignorieren, wenn man so Mitarbeiter auch schon hat. Dann, wenn man dann noch Gefahrensymbole danach übrig hat, dann muss man halt pro Gefahrensymbol 3 Geld bezahlen, da kann man ganz schnell Kredite aufnehmen müssen. Auf diesen Würfeln sind 0 bis 2 Käfige jeweils drauf. Wer würfelt, ist egal. Das kann man sich überlegen, wo man vielleicht denkt, derjenige würfelt am besten, dann würfelt der halt immer oder auch nicht oder wie auch immer. Und das Würfelergebnis gilt dann halt für alle Spieler, wie Christian schon gesagt hat. Also jeder Spieler darf sich dann, ich sag mal, daraus die Gefahrensymbole dann praktisch eliminieren. Wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir eben, wer hier diese Saison erfüllt hat. Das heißt, derjenige in diesem Fall mit den meisten Monstern bei den Wolken landen, kriegt diese Trophäe. Wir haben jetzt beide nicht gekriegt, das heißt, die würde einfach raus aus dem Spiel gehen und keiner bekommt sie. Genau, das ist praktisch die Ende der Runde. Und dann kommen jetzt auch noch alle Monster, die wir in dieser Runde haben, einfangen können. Die kommen in unsere Menagerie, das ist dieses Feld hier unten. Und alles, was darauf liegt an Monstern, bringt am Spielende dann halt die aufgedruckten Siegpunkte. Genau, und so spielen wir halt eben jetzt insgesamt 4 Runden durch. Am Spielende, wenn halt eben die letzte Runde durch ist, schauen wir dann nach, wie viele Punkte haben wir halt eben durch unsere Monster bekommen. Das sind dann diese gelben Punkte unten in der Ecke. Dann wird geschaut, wenn man eben auch Trophäen gesammelt hat im laufenden Spiel, wie viel hat man davon? Wie gesagt, jeweils 3 Siegpunkte wert. Dann wird noch geschaut, wie viel Geld habe ich. Pro Krone gibt es entsprechend 1 Siegpunkt. Habe ich noch von diesen Jägermarkern, bekomme ich auch einen Siegpunkt. Und über die Zielkarten, diese geheimen Zielkarten, die man eventuell im Laufe des Spiels gesammelt hat, so man sie dann erfüllt, kann man dann auch nochmal Siegpunkte bekommen. Genau, und dann bekommt man natürlich noch Minuspunkte, je nachdem, wie viele Kredite man aufnehmen muss. Das kann natürlich dann auch passieren. Und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt dann das Spiel. Genau, das ist Carnival of Monsters und ich denke mal, dann können wir zur Bewertung kommen. Jo, wer fängt an? Fang du doch mal an. Okay, also, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass im Prinzip jede
Monster bzw. Landschaftsart, also jede Spielfarbe könnte man jetzt hier sagen, von einem anderen Illustrator gemacht worden ist. Also da ist zum Beispiel Michael Menzel dabei, da ist Dennis Lohhausen dabei, da ist Franz Vohwinkel dabei. Also die Creme de la Creme der Spielillustratoren hat sich hier mehr oder weniger versammelt. Und die sind echt schön anzuschauen, also weil wirklich jeder einen eigenen Stil mit reinbringt und es auch in sich einfach passt, weil eben dadurch, dass eben der eine hier nur Tiefsee gemacht hat, ist halt eben alles in Blau gehalten, aber es ist eben der gleiche Malstil, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Die Dunkelland halt eben in Grau, alles ein bisschen düster, auch die Monster so ein bisschen düsterer. Also das ist optisch echt, finde ich jedenfalls persönlich, ein Leckerbissen. Und es hat auch so ein bisschen was so, ich möchte mal sagen, so 1920er Jahre irgendwie. Das ist so wie zum Beispiel die Liga der außerordentlichen Gentlemen. Das ist so dieser Stil, einfach so 20er Jahre, alles ein bisschen abstrus. Also ich mag die Illustration total gerne, auch so das Flair, das rüberkommt, mag ich auch total gerne. Es ist wirklich ein schönes, schönes Drafting-Spiel, das wir das erste Mal in Hamburg bei den Hamburger Spieletagen gespielt haben. Zu viert, genau, zu viert. Da hat uns auch das jemand von Amigo erklärt. Und man ist da echt schnell reingekommen. Es waren eigentlich auch nach dem ersten Spiel quasi keine Fragen mehr offen. Ja, man hat natürlich schon festgestellt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir viele Fehler gemacht, die man jetzt in der zweiten Runde Das wollte nicht mehr ich gerade sagen, genau. Man muss da natürlich erstmal reinkommen in das Spiel. Wie läuft's nicht? Und ein Makel des Spiels ist so ein bisschen das Zufallsprinzip. Also es sind insgesamt 204 Karten. Wir kriegen ja, wenn wir jetzt mal sagen, ganz normales Vier-Personen-Spiel, kriegt man eben 8 Karten auf die Hand. Die wandern rum. Das sind also 32 Karten, die insgesamt in der ersten Runde dabei sind. Mal 4 Runden sind also irgendwas bei bummelig 120, 130 Karten, die rumlaufen. Das heißt, 70 Karten kommen erst gar nicht ins Spiel rein. Und da kann es eben sein, dass wirklich von einer Sorte Landschaft, sag ich mal, überhaupt nichts kommt oder ganz am Schluss erst oder wie auch immer. Also es ist doch teilweise wirklich sehr, sehr zufällig, was für Karten kommen. Kommen Monster, kommen Länder, passt es bei mir rein, passt es bei mir nicht rein. Und das ist so ein Manko, das ist mir ein bisschen zu stark, in Anführungszeichen. Also ich hatte echt schon Sachen, wo ich eben dachte, hey, ich versuche eher Richtung Tiefsee zu gehen. Und dann hatte ich hier 5, 6 Punkte ausliegen in den Tiefseeländern und nicht ein einziges Tiefsee-Monster kam. Wenn genau. Man dann gesammelt hat, also Set-Collection gemacht hat bei der Landfahrt. Auf der falschen Richtung einfach oder in die falsche Richtung das gemacht hat. Und das ist eben komplett glücksbasiert, zufallsabhängig. Das ist schon ein Makel, der mich schon ein bisschen stört dabei. Und wir haben es im Zwei-Personen-Spiel jetzt häufiger gespielt. Wir haben es im Vier-Personen-Spiel A in Hamburg gespielt und auch so zwischendurch nochmal in einer anderen Konstellation. Und ich muss sagen, es funktioniert gut. Das mit dem einmal mit dem Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn ist okay. Aber es muss schon mehr als zwei Personen sein. Einfach dadurch, dass man eben diese Karten kriegt. Man kann sich eine aussuchen, man gibt es weiter, man bekommt neue. Im Zwei-Personen-Spiel, finde ich, macht es keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich ganz knallhart sagen, weil man hat seine 8 Zielkarten, da kann eben ein, zwei gute Sachen dabei sein und nachher ist das schon relativ schnell, dass die guten Sachen raus sind, man hat mehr oder weniger nur noch Müllkarten auf der Hand oder die einfach nicht passen, man zieht eine Karte nach und wenn die gut ist, kommt sie auf den Ablagestapel. Also es kommt, nicht, dass der andere Spieler sie dann... Genau, weil man behält sie ja nicht selber auf der Hand, sondern man packt sie dazu auf die eigene Hand, gibt sie an den nächsten, an den anderen Spieler, man ist ja nur zu zweit weiter und da würde man jede gute Karte dahin packen auf den Ablagestapel, damit es eben nicht der Mitspieler bekommt, weil man selber wird die Karte auf gar keinen Fall bekommen, weil sie einmal noch weiterlaufen muss. Und da ist es echt so, das funktioniert nicht und dazu kommt immer dieses, ich habe 8 Karten am Anfang, ich ziehe nachher eine Karte nach. Da hatten wir echt zig Spiele, wo wir nachher das System hatten. Habe ich nicht. Wie viele Karten hast du eigentlich noch? Und das lief extrem unrund und hat da auch echt keinen Spaß gemacht. Und da muss ich echt sagen, für zwei Personen ist das Spiel aus meiner Warte heraus nicht zu empfehlen. Dann nicht zu empfehlen ist bei uns in der Skala 3 Punkte, sorry. Im Vier-Personen-Spiel, wo wir es eben auch ausprobiert haben, finde ich, ist es ein klasse Drafting-Spiel mit wunderschönen Illustrationen, das wirklich auch zügig durchläuft. Und das macht echt Spaß, das ist gut. Und da gibt es dann an der Stelle 7 Punkte von mir. Also ich kann mich da auch nur anschließen. Also ich habe auch das Spielgefühl, wenn wir zu zweit gespielt haben, hat es mir auch nicht so viel Spaß gemacht, weil das halt einfach zu kompliziert war. Man musste halt immer überlegen, man hat halt diese 8 Karten aus der Hand, ich suche mir eine aus, die lege ich ab, das ist dann noch einfach. Dann muss ich aber daran denken, ich ziehe jetzt erst eine Karte nach, dann muss ich eine ablegen und erst dann gebe ich das dann an dich weiter als zweiten Spieler. Und das ist mir auch ein bisschen, es ist eigentlich nicht so kompliziert, aber es sind in dem Moment so viele Sachen, die man denken muss und
auch, ich meine, wir sind ja eigentlich Vielspieler, also von daher sollte das eigentlich nicht komplex sein, aber ich finde, das ist ein Mechanismus, der hemmt einfach irgendwo den Spielfluss, weil man da einfach an Sachen denken muss. Und von daher muss ich auch sagen, hat mir das Spiel zu zweit da auch nicht so viel Spaß gemacht. Wir haben es jetzt dann noch mal ein paar Mal zu zweit gespielt, einfach um noch den Spielmechanismus noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, auch dem Spiel dann noch mal eine Chance zu geben. Aber wie Christian schon sagte, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal zu viert gespielt und da gefällt es mir einfach deutlich besser, weil da ist einfach dieser Drafting-Fluss besser. Gut, wir hatten jetzt in dem ersten Spiel, wo wir es mit Freunden das erste Mal gespielt haben, da war es gefühlt für mich schon sehr lang, weil es für die das erste Spiel war. Ja, und das ist einfach, weil es das erste Spiel war. Genau, weil es für die das erste Spiel war. Die mussten halt erstmal die Karten kennenlernen. Das ist dann aber auch normal. Das ist uns ja auch nicht anders gegangen. Als wir es das erste Mal gespielt haben, musste man auch erstmal sich die Karten angucken. Was gibt es da? Was gibt es für Kartentypen? Und was kann ich damit machen? Also von daher, das ist vollkommen okay. Aber ansonsten muss ich auch sagen, zu viert ist das ein schönes Spiel, was Christian auch sagte. Die Grafik finde ich schön, ich finde das Thema schön. Ich mag auch das Cover der Box, das gefällt mir auch wirklich total schön. Ich finde allgemein diese ganze Optik von den Karten auch, dass die so schön dunkel sind, der Spielplan, das passt irgendwie alles schön zusammen und auch das Thema. Wobei ich mich jetzt nicht so finde, dass ich jetzt so ein Monstersammler bin und der jetzt in die Carnival of Monsters eintreten will. So fühle ich mich jetzt nicht, aber ich finde es schön. Ich laufe hier rum, ich sammle die Karten, hätte vielleicht auch ein anderes Thema sein können. Ich sammle hier einfach irgendwelche Karten und versuche die meisten Siegpunkte am Spielende zu bekommen. Ja, ich weiß, du bist eher für abstrakte Geschichten. Aber ich finde schon, also wenn man will, wenn man sich dem Spiel öffnet, hat das Spiel Atmosphäre. Also für mich eben. Und ich weiß noch, am ersten Spiel habe ich gedacht, da habe ich nämlich diese Zielkarte hier genommen. Dieses geheime Ziel, Sparsamkeit ist eine Tugend. 6 Siegpunkte, falls du keinen Kredit aufgenommen hast. Gut, ich war neu in dem Spiel, ich war noch blauäugig, ich habe es noch nie gespielt gehabt. Du warst jung und brauchtest das Geld. Genau, und ich weiß noch, die Erklärung. Lehrerin bei Amigo sagte auch, bist du sicher, dass du die Karte nimmst? Ich sage, wieso? Ich nehme noch keine Kredite auf. Ja, das ist ja kein Monopoly. Ich kannte das Spiel ja aber noch nicht. Und wie man hier sieht, man wird teilweise wirklich gezwungen, auch im Zwei-Personen-Spiel kann man nachher einfach dadurch, durch die letzte Karte, die man dem Spieler zuschustert und man sieht, welche Landtypen hat er da noch. Ich habe, wie gesagt, im Zwei-Personen-Spiel ziehe ich ja noch eine Karte nach. Und wenn das dann gerade die Karte ist, die bei dem anderen nicht passt, weil die Landtypen hat er noch gar nicht und hat er vielleicht auch kein Geld mehr, dann schuste ich ihm die zu. Dann weiß ich, er muss sie auf jeden Fall ablegen, er hat kein Geld mehr, also muss er schon seinen ersten Kredit dafür aufnehmen. Minus 5 Punkte, tschitsching. Also von daher, ich glaube, da hat man im Zwei-Personen-Spiel in die Richtung auch mehr Einflussmöglichkeit als zu dritt und zu viert. Definitiv. Weil da laufen die Karten ja um, da weiß man ja nicht so ganz genau, was da so nachher letztendlich bei ihm wieder ankommt. Aber da hat man zu zweit ein bisschen mehr Einflussmöglichkeit, sofern man dann so Karten aufnimmt, die vielleicht beim anderen nicht passen, da ihm auch eher vielleicht was Fieses mit zuzuschustern. Wie gesagt, also zu zweit für mich auch nicht empfehlenswert, von daher möchte ich es zu zweit auch gar nicht mehr wieder spielen. Aber im Spiel zu viert hat es mir wirklich sehr schön gefallen. Es ist ein sehr schönes Drafting-Spiel. Für mich da auch ein gutes Spiel und bekommt für mich mit 4 Personen auch 7 Punkte. Na, da sind wir uns ja mal wieder einig. Dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten freuen wir uns wieder, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.